Hallo, in diesem Videotutorial kreieren wir kleine Textblöcke, Teasertexte im oberen Seitenbereich mit Sprungzielen, Sprungmarken, internen Verweisen auf Textblöcke im unteren Seitenbereich. Nach dem Schema weiterlesen. Sieht in einer Gamio-Kategorie dann so aus, funktioniert aber natürlich genauso auch in Content-Seiten und ist da genauso sinnvoll anwendbar. Warum ist das Ganze sinnvoll? Wir können wertvolle Informationen, nützlichen Mehrwert bieten für Google und für interessierte Nutzer, ohne Nutzer zu stören, für die der Content nicht ganz so relevant ist. Die werden also nicht durch für sie unnütze Informationen von zum Beispiel den Artikeln abgelenkt. Gehen wir in Medias Res. Also natürlich bauen wir nicht einfach nur Sprungziele ein, da wissen Sie wahrscheinlich sowieso schon, wie es geht. Wenn nicht, würden Sie es in 10 Sekunden Recherche rausfinden, sondern wir sorgen auch dafür, dass das Ganze optisch ansprechend aussieht im Gamio Shop, in dem Fall in Kategorien. Als Ausgangsbasis haben wir hier eine Kategorie namens Essen. Vielleicht erinnern Sie sich an mein Video, in dem ich hier diese lustigen kleinen Kategorie-Icons eingebunden habe. Damals hatte ich schon erklärt, dass der Laptop essbar ist. Und tatsächlich hat sich jetzt herausgestellt, auch das Gambio Handbuch ist essbar. Entsprechend haben wir eine relativ jungfräuliche Kategorie. Es gibt hier eine Überschrift, die Gambio als H1 anzeigt. In der Kategorie sind zwei Artikel neuerdings, aber es gibt noch keine Kategoriebeschreibung. Wie Sie sehen, habe ich auch die SEO-Boost-Einstellungen nicht vorgenommen hier im Testjob. Sie hoffentlich schon. Also suchmaschinenfreundliche URLs pro für Kategorien, Artikel und Inhaltsseiten aktiviert. Wir starten im Gambio Admin Kategorie bearbeiten. Da gibt es ja seit einiger Zeit das wunderbare Feature, eine Beschreibung unten anzugeben in Kategorien. Sehr sinnvoll, weil man etwas Text oben platzieren kann und ausführlicheren Text für diejenigen, die es interessiert oder auch für Google, unterhalb der interessanten Geschichte, nämlich der Artikelauflistung. Ich habe hier im What You See is What You Get Editor von Text auf HTML umgestellt, weil wir müssen mit ein bisschen HTML hantieren und ich traue dieser Text, die für mich ja eigentlich die HTML-Ansicht ist, nicht. Wir starten ganz einfach mit Text und zwar Text in einem Absatz. HTML Absatz P. Wenn Sie jetzt möglicherweise noch überrascht sind, dass sowohl Handbuch als auch Laptop essbar sind, ist es tatsächlich so, dass wir auch versuchen, welche der 5 Tipps für bessere Kategorietexte in Gambio umzusetzen, indem wir Unterschiede, Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte rausarbeiten, die Zielgruppe ansprechen, weil die einen sind eher die Laptop-Genießer, andere möchten eher das Handbuch kosten. Und die holen wir gleich, die wissen noch gar nichts von ihrem Glück, genauso wie ich auch völlig überrascht bin über diese neuen Erkenntnisse. Die holen wir jetzt gleich mit bisschen Text ab. Es ist nicht jedem sofort ersichtlich, dass es sich hier um Nahrungsmittel handelt. Also Nummer 1 würde ich sagen, ist das Gambio Handbuch. Eher leichte Kost für jemanden, der sich bewusst ernährt, der auf seine Gesundheit und auf seine Figur achtet. Gesunde Ernährung spielt in ihrem Leben eine große Rolle. Ich möchte mit spielt in meinem Leben ist besser, dann haben wir dieses Du-Sie-Geschmäh nicht. Ich möchte mit etwas leichtem, wohlbekömmlichem in den Tag starten. Dann sind unsere Produkte im Bereich Essen für 2S reichen für Gesundheitsbewusste genau das Richtige für sie. So, jetzt ist es ziemlich schlechter Stil, dann irgendwas mit mehr lesen oder einfach nur mehr weitere Informationen als Link zu verwenden, sondern man liest nicht wirklich den Text, sondern man durchforstet ihn nach irgendwas, was hervorgehoben ist. Zum Beispiel könnten wir gleich am Anfang gesunde Ernährung hervorheben mit einem Strong Tag. Und Links sind ganz wichtig, dass die auch entsprechend gekennzeichnet sind. Gamio macht das automatisch. Man durchforstet einen Text. Der Text ist viel zu kurz. Er kann in der Kürze keine wesentlichen Informationen liefern, aber er kann mir sagen, um was es prinzipiell geht und wo ich weitere Informationen finde. Diese weiteren Informationen finde ich unter Essen für Gesundheitsbewusste. Und zwar in der Kategoriebeschreibung unten, unterhalb der Artikelauflistung. So können diejenigen, die den Text schon gelesen haben oder schon wissen, dass der Laptop und das Handbuch essbar sind,
einfach nur nochmal bestellen wollen, weil es beim ersten Mal so lecker war und sie es überlebt haben, die können dann gleich auf den Artikel und müssen dann nicht nochmal durch irgendwelche längeren Texte von den Artikeln abgehalten werden. Wir holen denjenigen, der hier auf Essen für Gesundheitsbewusste geklickt hat, unten ab, indem die Überschrift des Absatzes genauso lautet: Essen für Gesundheitsbewusste. Wir erinnern uns, Essen ist hier die H1-Überschrift. Wir achten so ein bisschen auf die Struktur. Darunter kommt eine H2-Überschrift. Essen für Gesundheitsbewusste ist die Überschrift. Das Ganze wieder in einem Absatz. Mich fit zu fühlen und in Form zu bleiben ist mir wichtig. Den Grundstein dafür, Metaphern verwenden, blumige Ausdrucksweise, den Grundstein dafür lege ich mit einer gesunden Ernährung. Dann ist der leichte, nein, das Handbuch war es, ist unser leichtes, wohlbekömmliches Gambio-Benutzerhandbuch genau das Richtige für Sie. Übrigens, die Übermittlung erfolgt ressourcenschonend und damit besonders nachhaltig via Download. Gambio Handbuch, wohlbekömmliches Gambio Benutzerhandbuch. Wohlbekömmlich ist durchaus auch wichtig, also packen wir es mit in den Link, der da so lautet. Wunderbar. So, damit man, wenn man hier oben auf Essen für Gesundheitsbewusste klickt, auch unten bei Essen für Gesundheitsbewusste landet, brauchen wir eine ID, ein Sprungziel. Essen für Gesundheitsbewusste, im Umlaut vorsichtshalber raus, ID eingefügt bei der Überschrift, interner Verweis mit Doppelkreuz. So. Nummer 1, Laptop, gleiches Spiel. Nicht gesunde Ernährung, jetzt schmecken muss es. Man lebt nur einmal. Und deshalb steht Genuss für mich an erster Stelle. In unserem Sortiment finden Sie neben leichter Kost auch besonders nahrhaftes Essen für Genießer. Essen für Genießer lautet die Überschrift. Nahrhaft, weiß ich nicht, ob wir an der Stelle brauchen. Genießer lautet die Überschrift unseres zweiten Absatzes mit mehr Informationen. Also ich habe den ersten einfach kopiert. Die ID müssen wir übernehmen. Essen für Genießer. Das Leben ist zu kurz, um auf seine Ernährung zu achten. Essen heißt für mich genießen. Für ein wohlschmeckendes Plus an Lebensgefühl werfen Sie doch mal einen Blick auf unseren extra knusprigen Laptop. So. Extra knuspriger Laptop. Möglicherweise ist es auch so, dass diese Links innerhalb von Textblöcken höher gewichtet sind als einfach nur diese Links hier in der Produktauflistung bzw. den Produktkacheln, falls aktiviert. Weil die sind automatisch generiert und wir haben hier hochwertigen Content, qualitativ hochwertigen Content händisch
erstellt, der ist sehr viel mehr wert als irgendwas automatisch generiertes. Schauen wir uns das Ganze mal an. Speichern, zurück zur bearbeiten Seite. Ich hatte mich im vorangegangenen Video da schon drüber aufgeregt. Die Seite neu laden. So, gesunde Ernährung, schmecken muss es. Essen für Gesundheitsbewusste. Hier die weiteren Informationen, Essen für Gesundheitsbewusste. Nein, nicht zurück. Hier wird der nach oben Pfeil. Essen für Genießer, Essen für Genießer. Jeweils Link zum passenden Produkt. Wunderbar. Soweit die Funktionalität. Und jetzt hatte ich ja großspurig angekündigt, wir sorgen dafür, dass es auch optisch ansprechend aussieht. Noch ansprechender als ohnehin schon. Jetzt ist es so, wir haben genug Platz, zumindest in der Desktop-Ansicht, um diese beiden Texte nebeneinander zu platzieren. Dadurch sind sie leichter lesbar, weil weniger Wörter pro Zeile vorkommen. Und das Ganze ist noch ein bisschen platzsparender, weil dadurch, dass es nebeneinander ist, sind es keine vier Zeilen plus Abstände bei den Absätzen und die Artikel rutschen nicht ganz so weit nach unten. Wäre jetzt hier noch vertretbar, aber Sie haben vielleicht ein bisschen mehr Text, ein bisschen mehr Kacheln, wie auch immer. Wir verwenden, beziehungsweise Gamio verwendet Twitter Bootstrap und wir profitieren davon, dass wir sagen, auf Geräten mit entsprechender Auflösung werden diese Texte nebeneinander angezeigt, mobil, iPad, kritisch, ohne die Menüleiste wäre es auch noch sinnvoll nebeneinander, da muss man halt drauf schauen. Aber spätestens auf dem Smartphone sollten diese Texte untereinander dargestellt werden. Wobei man die Frage stellen kann, vielleicht blendet man es dann auch ganz aus auf Smartphones. Twitter Bootstrap verwendet das sogenannte Grid-System. Grid-System heißt, je nachdem wie viel Platz zur Verfügung steht, wie groß das Display ist, gibt es da verschiedene Breakpoints. Dann kann man sagen, also ein Bereich ist in 12 Spalten unterteilt. So muss man sich das Ganze vorstellen. Und je nachdem, wie viel Platz zur Verfügung steht oder was halt angegeben ist, was wir jetzt dann angeben, nimmt ein bestimmter Bereich innerhalb des übergeordneten Bereichs eine gewisse Anzahl dieser 12 Spalten ein. Also wenn wir tatsächlich 2 Spalten haben wollen, diesen Text auf 2 Spalten aufteilen, dann ist eine Spalte 6 dieser gedachten 12 Spalten breit. Also immer 12 geteilt durch die Anzahl der gewünschten Spalten. Klingt viel komplizierter als es ist, vor allen Dingen kann ich es nicht richtig erklären, ich kann es besser machen. Also zurück ins Gamio Admin. Wir haben hier die Kategoriebeschreibung oben. Bevor wir Spalten einfügen, brauchen wir eine Zeile. Das ist ein Div mit der Klasse Row. Divs in HTML gehen auf, gehen auch wieder zu. Innerhalb der Zeile sind Spalten. Erstmal die Grundstruktur, auch wieder Div öffnen, Div schließen. Call, Spalte. Und jetzt sagen wir, gemäß Grid-System, ab Large 992 Pixel Breite, Call LG, haben wir genug Platz, den Inhalt auf 2 Spalten aufzuteilen. Jetzt der Clou, Call LG 6. 6 Spalten dieser 12 soll diese Spalte breit sein. Genauso die zweite Spalte, also der zweite Teaser-Block. Gut, speichern. Würde ich sagen, passt soweit, oder? Was wir jetzt noch machen können, ist, was ich vorhin angedeutet habe, wir sagen jetzt nicht, auf welchem Gerät bzw. welcher Displaygröße soll was wie dargestellt werden, sondern soll es überhaupt dargestellt werden. Also Beispiel, nach oben auf dem Smartphone sind 2 dieser Teaserblöcke vielleicht ein bisschen viel. Wir verwenden stattdessen einen, der auf beide Textblöcke am Ende der Seite verweist. Ich denke, unterhalb der Artikelliste haben wir genug Platz und können da wertvollen Content für Nutzer und auch andere Konsumenten wie zum Beispiel Google präsentieren. Gamio verwendet noch Bootstrap 3, wir sind offiziell inzwischen bei 5. Das interessiert den wenig technikaffinen Shopbetreiber eher weniger. Sie wollen nur wissen, wie es geht. Den technikaffineren Gamio Shopbetreiber oder technischen Betreuer interessiert das durchaus. Also, diese beiden Textblöcke, Teaserblöcke sollen auf dem Smartphone ausgeblendet werden. In Bootstrap 3 geht das mit der Klasse hier Hidden auf Extra Small Devices, auf allen anderen sichtbar,
mit der Klasse HiddenXS. Einfach hier als Attributswert beim Class-Attribut hinzufügen. Schon haben wir das. Stattdessen soll angezeigt werden ein neuer Teaser-Block. So, und der soll jetzt genau umgekehrt, im umgekehrten Fall VisibleXS sein und auf allen anderen Geräten nicht, beziehungsweise bei allen anderen Displaygrößen. Und zwar bei VisibleXS dann Block, als Blockelement soll er angezeigt werden. So, gesunde Ernährung, bla bla bla. Sowohl Essen für Gesundheitsbewusste als auch Essen für Genießer wird durch unser reichhaltiges Sortiment an schmackhaften Nahrungsmitteln vollauf bedient. Speichern. Okay. Bisschen nachbessern vielleicht. Was haben wir? Wir haben eine Row, aber keine Col. Also fügen wir noch eine Col ein. Die geht jetzt aber über die gesamte Breite ab XS über die Breite 12 der imaginären Spalten, der gedachten Spalten. So, jetzt mal gleich zurück. Seite neu laden. Passen auch die Abstände und die Links natürlich nach wie vor auch. Was haben wir gemacht? Wir haben einige der 5 Tipps für bessere Kategorietexte in Gamio umgesetzt. Wir haben unser Sortiment umrissen, sowieso. Wir haben eine beratende Funktion erfüllt durch diese Kategorietexte. Welches Produkt ist für wen geeignet? Wo liegen die Vor- und Nachteile? Hier gesund, hier eher der Genießertyp. Damit auch gleichzeitig die Zielgruppe angesprochen. Emotionen geweckt, ein wohlschmeckendes Plus an Lebensgefühl. Emotionaler geht's ja kaum. Und obendrein haben wir auch Content für maschinelle Konsumenten, wie zum Beispiel Google, kreiert. Wir haben Keywords in Überschriften gepackt, überhaupt eine Überschriftenstruktur geschaffen, die normalerweise nicht da wäre. Keywords auch nochmal im Text untergebracht und on the top auch noch interne Links innerhalb der neu kreierten Textblöcke eingefügt, die wahrscheinlich ein bisschen höherwertiger sind als die automatisch generierten Links und für eine bessere Auffindbarkeit der Artikel. Unter zusätzlichen Keywords, ich schalte die mobile Ansicht mal aus, Gamio Handbuch, Gamio Benutzerhandbuch ist praktisch ein Vote für diesen Artikel und den Suchbegriff Benutzerhandbuch, damit er nicht nur als Handbuch, sondern auch als Benutzerhandbuch gefunden wird. Weitere Tipps zum optisch sinnvoll untergebrachten Content mit Mehrwert finden Sie in den weiteren empfohlenen Videos.